Freies Wissen ist für uns ein Menschenrecht, denn Menschen können sich eigentlich nur entfalten, wenn sie Zugang zu Wissen und damit Zugang zu Bildung haben. Wir setzen uns eben dafür ein, dass Menschen dieses Wissen, das sozusagen ihnen allen als Allgemeingut gehört, dass sie es nutzen können, dass sie es verwenden können, dass sie was Neues damit machen können und dazu immer mehr zu der Wissensallmende beitragen können. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Wikipedia angucken, dann gibt es da Partnerschaften, dass Bibliotheken Freiwillige aus den Wikipedia-Projekten zu sich einladen, ihre Archive, ihre Bestände öffnen, WikipedianerInnen darauf zugreifen können und zum Beispiel neue Artikel schreiben auf Grundlage der Bücher, die sie da zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Bibliotheken digitalisieren ja auch ihre Wissensbestände. Jetzt können Bibliotheken Bilder, aber auch Quellen aus ihren Beständen als Public Domain zum Beispiel in die Wikicommons bringen und somit auch wieder sowohl Wikipedianern als auch anderen Menschen, die darauf zugreifen wollen, zur Verfügung stellen. Der Mehrwert, den wir als Universitätsbibliothek Heidelberg aus dieser Kooperation mit der Wikipedia gezogen haben, war aus unserer Sicht ein doppelter. Zum einen wurden Artikel rund um die Bibliotheca Palatina verbessert, neu geschrieben, vor allen Dingen auch die Strukturdaten wurden verbessert. Zum anderen bot die Kooperation uns auch die Möglichkeit, etwas zu lernen über die Wikipedia, auch über Wikimedia, den Verein, der hinter der Wikipedia ja steht, und auch einfach Personen kennenzulernen, sodass dann auch längerfristige Zusammenarbeiten, Kooperationen entstanden sind. Das spannendste Tool für Bibliotheken, das Wikimedia zu bieten hat, ist sicherlich Wikibase. Wikibase ist die Software, die auch hinter Wikidata steckt. Wikidata ist eine offene Wissensdatenbank, die sowohl bei Wikipedia zum Einsatz kommt, die Menschen aber auch kennen, weil auch Alexa oder Siri mit Wikidata arbeiten. Das ist auch der Vorteil von Wikibase wie von Wikidata. Es ist eine offene Software, das heißt, Bibliotheken können diese Software für sich nutzbar machen. Sie können ihre eigene Wissensdatenbank damit aufbauen und sie können dann auch diese Wissensdatenbank mit Wikidata verknüpfen und somit ein Netzwerk unterschiedlicher Datenbanken schaffen. Vorteil ist von Wikibase, dass damit auf eine neue Art und Weise Daten strukturiert werden. Das heißt, Daten verwaltet werden, Daten bezeichnet werden und miteinander verknüpft werden können. Und so können da Bibliotheken kostenlos, was vielleicht auch ein Pluspunkt ist für Bibliotheken und öffentliche Institutionen, ein Produkt nutzen, das ihnen hilft, ihre Daten, die sie vorher in Büchern hatten, in digitalisierter Form aufzubereiten und somit auch, wenn es Wikibase und Wikidata ist, mit anderen Datenbanken zu verknüpfen, um somit neue Verbindungen herzustellen. Insgesamt geht es ja darum, über die Digitalisate auch dieses Wissen zu transportieren, über die Zeiten. Wir werden das langfristig nachhalten und vor allen Dingen auch erschließen. Denn man darf nicht vergessen, nur das ins Netz stellen von diesen Daten ist noch nicht ausreichend. Es braucht auch gute Strukturen, sowohl hinsichtlich der Archivierung als auch dann der Strukturdaten, der Erschließung, die sogenannten Metadaten, die von großer Bedeutung sind. Und hier kommen wir als Bibliothek auch mit Wikipedia sehr gut zueinander, denn wir sind Akteure im Netz, die auf normierte und strukturierte Daten setzen. Sowohl die bibliothekarischen Daten sind hochgradig normiert, genau festgelegt. Es gibt bestimmte Normdaten, die dafür verwendet werden, als auch die Wikipedia-Artikel, die auch einem sehr normierten, strukturierten Schema unterliegen. Und nur durch das Zusammenspiel von den Bilddaten, also den digitalen Abbildern der Handschriften, als auch dann der normierten Strukturdaten, ist die Nutzung für die Wissenschaft und auch einen breiteren Interessentenkreis überhaupt erst möglich. Bibliotheken müssen genau wie alle anderen Institutionen sich natürlich fragen, wie gehen wir mit Digitalisierung um? Ein Aspekt der Digitalisierung ist, die großen Schätze an Wissensbeständen, die in den Archiven der Bibliotheken liegen, zu digitalisieren. Und somit haben sie ja die Möglichkeit, diese Bestände einem viel größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Ich war zum einen von der Professionalität der Wikipedianerinnen und Wikipedianer angetan und zum anderen auch von der Geschwindigkeit. Mit welcher Schnelligkeit Artikel überarbeitet oder auch neu geschrieben wurden,
Das war für mich doch überraschend. Wir haben zum Teil einfach Material zur Verfügung gestellt, teilweise natürlich auch Expertenwissen, aber in Teilen auch einfach Material etwas rausgesucht und in wenigen Stunden sind dann neue Artikel geschrieben worden.